Was geht, Freunde? Herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox und heute müssen wir schnell los, denn wir müssen aus dem Bau des Grinches entkommen, ja? Für die Leute, die den Grinch nicht kennen, er hat auf jeden Fall lange Haare, ist komplett grün, hasst Weihnachten über alles. Wir müssen auf jeden Fall entkommen, denn wir lieben Weihnachten, Freunde. Ihr seht es hier hinter mir, hier ist auf jeden Fall seine Höhle am Start. Freunde, haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button, wenn ihr die heutige Folge feiert und ich würde sagen, let's go. Ah ja, so ein Ding ist das also. Er sitzt hier, sagt, ich bin hier ganz entspannt. Ich lese hier mein Buch, ich hasse Weihnachten. Ja, haha, du kommst hier nicht raus. Du musst erst meinen Schlüssel finden, der hier irgendwo hinter den Boxen ist. Da ist er hier irgendwo. Aha, aha. Okay, wir konnten die Boxen gerade kaputt machen. Schnell Schlüssel holen und weg hier. So, was sagt er hier? Er beschwert sich hier auf jeden Fall und sagt, was ist das für eine Musik? Wir sollen hier auf jeden Fall durchgucken und sagen, wo die Musik herkommt. Vor langer Zeit wollte der Grinch Weihnachten stehlen. Oha, es war die Zeit gekommen, dass der Grinch Weihnachten endlich zerstört für jeden und Weihnachten für alle ruiniert. Aha, wir sollen hier auf jeden Fall jetzt dem Grinch auch noch helfen. Ich dachte, wir sollen abhauen, wir sollen schnell 12 Geschenke finden und dem Grinch bringen. Okay, aber wie geht das? Okay, er sagt hier auf jeden Fall, komm, wir müssen schnell, du musst schnell 12 Geschenke finden. Die müssen wir dem auf jeden Fall vorbeibringen. Okay, es fehlt dem Grinch anscheinend nur noch ein Geschenk. Das haben wir jetzt hier am Start und wir geben es rein. Okay, haben wir geschafft. Checkpoint. Oh. Okay, wir haben anscheinend den Alarm ausgelöst. Okay, wir gucken mal hier, was soll denn hier sein. Ich dachte eigentlich, wir müssen vor dem Grinch abhauen, Freunde, aber anscheinend arbeiten wir mit dem zusammen. Wir haben anscheinend unsere Meinung geändert. Hier ist auf jeden Fall die Weihnachtsmannfabrik. Oh, müssen hier schnell abhauen. Hier sind einige Alarme unterwegs. Hier auch die Wichtel, die dürfen uns natürlich auch nicht berühren und sehen. Erstmal hier rüber, so. Darf auf jeden Fall nicht ins rote Licht kommen. Weg hier, die Wichtel dürfen uns auch nicht berühren. Gehen wir hier mal dran vorbei auf ganz entspannt. Die beiden hier, da gehen wir da auch nochmal dran vorbei, gar kein Problem. Boah, das rote Licht hier, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt gehen wir mal lieber hier dran vorbei, oder? Ja, 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 passt. Und rein hier, schnell raus hier aus der Lagerhalle. Und es geht weiter, wie groß ist denn das Lager hier, sag mal. Hier über die Boxen rüber, hier über die Geschenke rüber. So, was sagt er hier? Er sagt auf jeden Fall eine von diesen Türen. Hier seht ihr drei Türen. Rot, gelb und dann ist da, glaube ich, noch eine. Ja, blau, rot. Wie viele Türen sind denn da? Sind auf jeden Fall zu und wir sollen durch die Lüftungsschächte gehen. Denn da sind die Schlüssel versteckt. Oh, ich will doch nur so möglichst schnell raus. Ich habe nämlich was Schlimmes getan. Ich habe Geschenke geklaut. Ah, hier vielleicht? Oder was macht sie hier? Sie ist sich auch noch unsicher, wo wir hin müssen. Okay. Ah ja, ich sehe gerade, da hinten ist auch noch ein Lüftungsschacht. Dann gehen wir doch hier mal rein. Vielleicht können wir hier rein. Ja, hier können wir rein. Oh Gott, ein Labyrinth oder was? Ja, ein Labyrinth ist am Start, Freunde. Sie verfolgt uns. Wir gehen mal hier lang. Ich habe hier... Na, wobei, ich glaube, sie hatte den besten... Ne, okay, sie kommt wieder. Falsche Richtung, da kamst du doch gerade her. So, jetzt hier lang. Hier. Ne, falscher Weg, Freunde. Wo müssen wir jetzt hier lang in dem Lüftungsschacht? Wartet mal. Sackgasse auch. Mann, das kann doch nicht sein. Ah. Da kamen wir, glaube ich, gerade her. Hier kommen wir doch... Oh Gott, Freunde. Das ist so die Mega-Sackgasse. Hier ist der Schlüssel! Aha! Ja, da bin ich doch fast nur daran vorbeigelaufen. Da ist auf jeden Fall der Schlüssel für die rote Tür. Und jetzt können wir da schon raus, oder was? Hier? Ja! Die ist offen, die Tür. Oh Gott, was ist hier? Oh, hier mal schnell vorbei. Ja. Und wir sollen hier auf jeden Fall was finden. Oh, was machen wir denn hier jetzt gerade? Keine Ahnung, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall irgendwelche Seiten in dieses Buchregal reingeschmissen. Und jetzt können wir, glaube ich, auch noch in den nächsten Lüftungsschacht, oder? Gehen wir mal. Ja, jetzt können wir auch noch in den nächsten. Gehen wir mal rein hier. So, auch hier brauchen wir wieder den Schlüssel, Freunde. Der rote Schlüssel muss hier irgendwo sein. Sie hat ihn anscheinend schon gefunden. Hey, hau mal ab hier. Mein Weg. So, wo geht's hier lang? Da vorne ist ja der gelbe Schlüssel, ist am Start. Damit kommen wir natürlich auch in die gelbe Tür. So. Und raus hier. So. Oh Gott. Hab ich die fast berührt hier. Okay, wir haben den gelben Schlüssel auch am Start, Freunde. Damit kommen wir da hinten in die gelbe Tür rein. Dann gehen wir da doch mal hin, ohne dass die Laser uns hier sehen. Oh, sehr schön. Und ja, jetzt rein hier, oder? Ja, jetzt rein hier. Mach auf das Ding. Jetzt können wir hier wieder... Ah, hier ist auch der blaue Schlüssel. Okay, sehr schön. Wir schmeißen hier auf jeden Fall immer irgendwas ins Bücherregal, aber ich weiß nicht genau, was es ist. Ich nehme mal an, weil wir für den Grinch gerade arbeiten und er es anscheinend hypnotisiert hat, sind es falsche und böse Nachrichten über Weihnachten. Weil er will es ja ruinieren. Ich meine, er will es ja ruinieren. Jetzt hier nochmal mit dem blauen Schlüssel in die blaue Tür rein. Hier nehmen wir noch mit. Okay, hier die Box machen wir nochmal kurz kaputt. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. Nee, auch hier zu den Büchern. Ah, schlechte Botschaften rein, Freunde. Echt, also der Grinch, richtiger Unehrenmann. Unser Wichtel sagt auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall jetzt schnell dem Grinch verfolgen und die Geschenke... Ah, er haut ab! Er haut ab! Wir müssen die Geschenke hauen. Ah, okay, er hat uns also erpresst anscheinend. Doch, wir sind doch auf der richtigen Seite.
Oh, und hier noch rüber. Sehr schön. Er haut ab dann mit seinem Schlitten. Wir müssen die Geschenke schnell zurückklauen, damit wir Weihnachten retten können. Oh, er hat uns nur ausgenutzt, ne? Der Grinch hat uns nur ausgenutzt, und damit wir für ihn arbeiten, Freunde. Oh mein Gott, hier rüber über die Pfützen. Sag mal, viele umgefallene Bäume sind denn hier? Ist hier ein Schneesturm oder was? So, noch hier rüber und... Ja, sehr schön, jetzt hier rüber. Alright. Oh nein, hab ich's nicht geschafft? Nein, ich hab's nicht geschafft. Bleib stehen hier, du blöder Grinch. Bleib stehen mit den Geschenken. Ich will die wieder zurückhaben. Ich will gar nicht für dich arbeiten. Ich mag dich nicht. So, hier noch über den Tannenbaum. Oh mein Gott, das war so knapp, ne? Oh mein Gott, das war so knapp. Ich dachte eigentlich, ich bin raus. Oh, hier der Schneemann, der schmilzt. Hier, oh Gott, jetzt. Was ist denn jetzt los? Nein, was? Freunde, wir haben den Grinch auf jeden Fall nicht erreicht. Und jetzt sind wir hier auf jeden Fall wieder in der Fabrik drin. Dürfen hier nicht die Banner berühren. Und der Grinch hat hier so viel verunstaltet. Hier ist anscheinend eine unsichtbare Treppe. Erstmal rüber hier und jetzt hier zur Seite. So springen. Können wir auf die Geschenke rauf? Ich glaube nicht, Freunde. Da unten wollen wir auf jeden Fall nicht reinfallen. Oh, das ist das Grab der 1000 Geschenke. Ah! Und zack! Rüber hier, den ersten haben wir. Zweiten. Ja, also ich bin echt jetzt gespannt, wo der Grinch ist mit den Geschenken, ne? Ja, wo kommen wir hier rüber? Hier vielleicht? Nee, da auch nicht. Wie schwer ist denn das hier? Das ist ja mega schwer. Hier, die sind ja immer noch easy. So, hier rauf. Und jetzt? Ey, guck mal, wie weit der Sprung ist. Also da muss ich ja wirklich... Da brauche ich wahrscheinlich... Ah, es gibt Doppelsprünge, Freunde. Es gibt Doppelsprünge. Also ich kann zweimal springen sozusagen hintereinander. Und ich versuche das die ganze Zeit mit einem. Ja, moin. So, dann nutzen wir doch hier mal die Doppelsprünge. Ah, nein, was? Da habe ich den Boden berührt aus Versehen. Aha, jetzt müssen wir das hier nochmal machen. Okay, ist ja gar nicht schlimm. Hier rauf jetzt auf jeden Fall. Mit den Doppelsprüngen ist das ja mal mega easy, ne? Mit den Doppelsprüngen ist das ja mal mega easy. So, jetzt hier weiter. Checkpoint ist am Start. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh mein Gott. Jetzt nochmal in die richtige Richtung. Hier über die Geschenke rüber. Zack, zack. Von Geschenk zu Geschenk. Und, ja, das nehmen wir auch nochmal mit, Freunde. Sehr schön. Und Endsport, ja, haben wir geschafft. Checkpoint ist am Start. Weiter geht's hier. Und, was sagt er hier? Er sagt hier auf jeden Fall, wir sollen hier auf jeden Fall über die Röhren rüber. Und darauf aufpassen, dass die Geschenke nicht kaputt gehen, ja? Oh, das war ein bisschen gefährlich gerade. Oh Gott, kommen die hier überall raus? Oh Gott, da haben sie uns genau berührt. Da kamen sie genau da raus, als ich da gerade war. Ich helfe doch sehr gerne. So, erstmal hier rüber. Und jetzt geht's hier weiter übers Laufband. Bitte keine Geschenke rauskommen. Ja, sehr gut. Oh Gott. Freunde, ich habe ein schlechtes Gefühl. Oh mein Gott. Rauf auf den Schlitten und... Ja, wir haben es geschafft. Was soll man jetzt hier machen? Wieso lacht uns da der Wichtel so an? Müssen wir hier irgendwo runter oder so? Ja, also ich meine, es bringt ja auch nichts, jetzt sich die ganze Zeit runterzustürzen. Ich steppe auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich glaube, wir müssen das Ding auf jeden Fall mal überspringen hier für 15 Robux. Machen wir das mal. Okay, kein Plan, was man da hätte machen sollen, Freunde. Er hat es ja auch nicht gesagt, von daher, woher sollen wir es wissen? Hier sollen wir auf jeden Fall erstmal über die Geschenke rüber, die hier gerade Richtung Tannenbaum fallen. So. Ah ja, okay, auch hier Doppelsprung am Start. Und dann können wir hier, glaube ich, den... Können wir hier den Weihnachtsbaum rauf? Ja, hier Checkpoint. Hier den Weihnachtsbaum rauf und... Alles gut, alles gut. Hier erstmal von Ast zu Ast. So, ja, haben wir doch, Freunde. Sehr schön. Weiter. Na toll. Weiter geht's, wollte ich gerade sagen. Und da falle ich einfach direkt runter. Ja, moin. Jetzt wird es langsam schon ein bisschen schwieriger hier. So. Aha. Was denn hier? Wohnt hier der Specht? Checkpoint. Was denn jetzt wieder? Jetzt sollen wir hier anscheinend wieder loslaufen, Freunde. Aber das haben wir doch eben schon gemacht. Hier sind wir doch eben schon lang gelaufen. Und zack. Hier auf jeden Fall erstmal wieder. Das kennen wir ja schon, Freunde. Mittlerweile sind wir doch darin geübt. Hier erstmal über die Sachen rüber. Wir sollen wieder irgendwo hinsprinten, so schnell wir können. Wieder zur Fabrik oder was? Ich weiß nicht genau. Aha, hier ist das Ende und... Ach, Freunde, wir haben es einfach beendet schon. Ist schon fertig. Dann haben wir eben mit den Geschenken, über die wir rübergesprungen sind, haben wir die Geschenke schon wieder zurück unter den Weihnachtsbaum gelegt. Okay, und was sagt er noch hier? Danke, dass wir Weihnachten gerettet haben. Aber wo der Grinch ist? Keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, durchgezogen. Der ist abgehauen mit ein paar Geschenken. Wir konnten aber auf jeden Fall ein paar wieder zurückgeben. Und das ist ja auch gut so. Denn der Grinch, Freunde, glaubt mir, der ist einfach böse. Ich würde sagen, Freunde, weil wir Weihnachten gerettet haben, soll es das auch für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut gerne auf den Like und auf den Abo-Button, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß, das war ein bisschen verwirrend. Irgendwie hat mich auch selber verwirrt, auch dass man den Grinch nicht mehr gesehen hat. Kein Plan, Freunde. Wir wurden da irgendwie rumgeschickt. Checkt auch gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.